Jo, hi, hier ist Oliver Sattel und ich zeige euch von Epiphone die 1958er Corina Flying V. Yo, 1958er Flying V und in dem Fall von Epiphone. Wie ihr natürlich wisst, ist Epiphone die kleine große Schwester von Gibson. Und immer wenn es darum geht, ist Gibson zu teuer, ist Epiphone zu billig, ist natürlich dieser große Wettstreit immer entbrannt nach dem Motto, was kaufe ich denn jetzt und was möchte ich denn jetzt gerne haben. Und ich bin natürlich einer der größten Kritiker, wenn es immer darum geht, billige Gitarren, teure Gitarren und bin auch da so ein bisschen schnäubig vielleicht und oft am Meckern und so weiter. Und umso mehr überrascht es mich dann natürlich, wenn von Epiphone mal eine Gitarre kommt, die wirklich obergeil klingt. Ja. Und ich meine, Flying V ist sowieso eins meiner Lieblingskinder überhaupt. Ja. Liegt einfach an diesem unfassbar geilen Ton, den eine Flying V hat. Ja. Diese Konstruktion scheint wirklich unglaublich gut tonal zu wirken. Und ich habe es mal versucht, ein bisschen zu zeigen, dieses Mitten... Gnö, anders kann man es überhaupt nicht sagen, klingt einfach dermaßen geil und resoniert so furchtbar gut. Ja. Wirklich jede kleinste Fingerbewegung wird wirklich super geil abgebildet. Vor allen Dingen in Hinblick auch auf die Tatsache, dass es eigentlich immer ganz klar war, dass Epiphone Pickups scheiße sind. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal über Epiphone Pickups positiv bemerkbar mache. Und die Pickups klingen dermaßen gut. Das ist echt nicht zu glauben. Ich habe es mal durchgemessen. Etwas über 13 am Steg. Schön wenig 8 am Hals. Und natürlich an der richtigen Position, praktisch am 24. Bund. Da gehört es natürlich auch, dass da ein Humbucker sitzt und es klingt wirklich ganz, ganz phänomenal. Es gibt 3 Potties, einen Volumen für Steg, ein Volumen für Hals und einen Masterton. Natürlich auch wählbar über den Toggle. Und wenn man sich mal die Gitarre anschaut, man sieht, die Gitarre ist aus Corina. Ja? Corina ist eine sehr, sehr leichte Holzart, also es ist wirklich fast wie Balsaholz. Die Gitarre ist unfassbar leicht. Ja? Und man hört schon so, wie laut so eine Flying V sein kann. Ich meine, Flying Vs und auch Explorers sind ja generell einfach auch leichte Gitarren und die Saite in Verbindung mit dieser geilen Brückenkonstruktion resoniert einfach oder bringt das Holz wirklich so geil zum Resonieren, dass es einfach eine wahre Freude ist. Ihr seht natürlich auch auf der Rückseite diese geile Maserung. Hier Epiphone, das Logo nochmal, das ist wirklich eine obergeile 58er. Flying V. Ich meine, 58er, ne, 1958, warum gab es da schon Flying Vs? Wurde damals als neues Design versucht, auch die Explorer natürlich. Und ist wirklich
oder war damals eine der mutigsten Entscheidungen überhaupt. Das war damals sowieso so eine Art Design. Zeitalter einfach viel, viel mutiger als heute zum Teil, ne? Und 58er, natürlich deswegen, weil die Gitarre schon 58 vorgestellt wurde. Natürlich ein bisschen in diesem Space-Design, Rocket-mäßig, klar. 1969 waren wir schon auf dem Mond, ne? Diese Richtung ging auf jeden Fall. Waren immer sehr, sehr cool, diese ganzen Space-Geschichten irgendwie abzubilden. Und es haben sich alle so ein bisschen totgelacht über die Flying V, weil man sich so gedacht hat, ey, wie soll man denn so eine Gitarre spielen? Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwierig für mich, ne? Und deswegen, so sieht doof aus. Irgendwie so sieht doof aus. Normalerweise natürlich, klar, mit dem langen Gurt im Stehen, ne? Und ich meine, einer der prominentesten Vertreter überhaupt, Merkel Schenker, ne? Spielt die Gitarre immer so ein bisschen eingeklemmt und hat auch einen mörderguten Ton, ist einer meiner absoluten Lieblingsgitarristen. Insofern ist es ganz klar, dass wenn der Flying V am Start ist, ich die auch zeigen muss, vor allen Dingen dann auch, wenn sie zu so einem geilen Preis kommt. Ne? Also das ist echt der Hammer, da fragt man sich, wie die Jungs von Epiphone das wirklich manchmal hinbekommen. Ich kann mal eine Gainstufe runtergehen, das ist auch ganz, ganz herrlich differenziert. Sogar bis in die höchsten Höhen habe ich diese Resonanz zu hören. Ne? Unfassbar. Okay, ich meine, klar ist die Frage, warum gebe ich jetzt ein Zehntel davon aus im Vergleich zu einer Custom Shop, ist natürlich immer ein bisschen müßig der Vergleich. Ne? Ich meine, eine Custom Shop wird in den USA gefertigt, gibt einen viel, viel höheren Aufwand. Natürlich ist es so, dass eine sehr, sehr viel teurere Gitarre auch im direkten Vergleich natürlich breitbandiger klingt, aber für das Geld, was die Epiphone hier kosten soll, ist es natürlich mehr als klar, dass man sich so eine Gitarre mal anhören muss. Vor allen Dingen dann, wenn man sie natürlich eine Gainstufe höher spielt. Da bin ich wieder fast am Ende. Ich habe euch mal von Epiphone die 1958er Flying V in diesem federleichten Corina gezeigt. Kommt einfach in den Laden, spielt die Gitarre selber, mir hat Spaß gemacht. Ich sage tschüss.